Was? Licht. Okay. A miracle unveil. Zeigt die den Ort des nächsten Gegners oder von einem Invasor. Und Pyromantie. Flames, Ways, Dark, Hex. Er hat auch recht viele dunkle Sachen. Aber die sind für uns noch uninteressant. Zwei Uses. Mau. Aber das sieht wie ein richtig guter Flächenschaden aus. Also gegen diese Spinnenansammlung zum Beispiel wäre sowas bestimmt super gewesen. Lingering Flame. Oh, das ist quasi eine Bombe. Das heißt, man legt einen Feuerball, der explodiert aber erst, wenn Gegner nahe genug drankommt. Damit müsste man im PvP gute Fallen legen können. Hm, ja, okay. Oh, how long was I sat petrified? Long enough for the old kingdom to have crumbled, I see. Why didn't anyone wake me sooner? Also er kommt definitiv aus dem vorhergegangenen Königreich. Ob das jetzt unser Königreich ist, das quasi Gerugon gerettet hat, oder eins zwischen dem, was Gerugon gerettet hat, und dem jetzigen, das ist halt die Frage. Drang Lake. I've never heard the name. Wir vorher auch nicht. Is that what they call this place now? Very good. Very good indeed. Es muss ein interessantes Gefühl sein, so alt zu sein, dass der Name von der Umgebung sich ändert. Also so, als wenn jetzt irgendjemand sagen würde, wir leben in, keine Ahnung, Preußen. Okay, es wäre weiter östlich. Aber sowas aus der Richtung halt. Oder noch früher, dass wir jetzt irgendwie Franken wären. gut. The cursed ones were imprisoned within this land. Of course, you came of your own free will. The people feared the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical of meek minds, don't you think? Ja, da hat er recht. Und wir sind im Asylum. Also eventuell nicht in dem Asylum, das wir aus Dark Souls 1 kennen, aber wir sind in der Idee des Asylums und die Idee kehrt immer wieder. Also die Welt wiederholt sich ja laut meiner Theorie. Das heißt, die Charaktere verändern sich ein bisschen optisch, sozusagen hauttief, aber die Idee der Charaktere wird immer vorhanden. Es wird immer eine Gewinnewehr geben, es wird immer einen depressiven Typen am Lagerfeuer geben und so weiter und so weiter. Und so wird es auch immer ein Asylum geben. Das jetzt hier sich entweder im Laufe der Zeit verändert hat, also runtergekommen, was draufgebaut, was auch immer, oder es ist einfach ein ganz neues Asylum. Halt nur noch die Idee davon. Okay. Once people became aware of their own frailty, they seized anybody they found undesirable. Cursed or no, and impounded them here. Whoever posed even the slightest threat was removed, all so that they could sleep better at night. They even turned the great strait into a stone. Also er war definitiv eine Bedrohung für die alte Herrschaft. Und das hört sich schon so nach ein bisschen faschistischem Staat an, wo halt alle unliebsamen Elemente nach und nach aussortiert werden. Aber wenn er so eine Gefahr war, warum wurde er nicht zerstört? Sondern eingesperrt. Many kingdoms rose and fell on this tract of earth. Mine was by no means the first. Anything that has a beginning also has an end. No flame, however brilliant, does not one day splutter and fade. Then, from the ashes, the flame reignites
and a new kingdom is born, sporting a new face. It is all a curse. And it is your cursed flesh that will inherit the flame. Ja, also er erzählt genau das, was ich auch schon gesagt habe. Talana wird wieder entweder verbrennen oder irgendetwas mit der Flamme machen. Das ist unser Schicksal. Pyromancy was created by the ancient witch of fire. She harnessed the power of flame and melded it into pyromancy. The witch led her daughters into war against the old ones. But legends are legends. What are you prepared to believe? Oh, how long was I sat petrified? Long enough for the... Ja, okay. Drangle. Gut, wir haben jetzt alle Dialogoptionen ausgeschöpft. Auch wenn ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass er nach Majula kommt. Außer vielleicht ins Menschen. Das könnte so ein bisschen zu ihm passen. Gut, wir haben auf jeden Fall... Was? Do you really think you can manage the glories that are my spells? Hab gerade einen gekauft. So, den neuen Spruch legen wir gleich mal an und gucken. Und zwar, du da weg, du da hin. Und nein, er ist weg. Warum bist du weg? Das ist nicht schön, dass du weg bist. Oh. Kleine Drama Queen, hä? Ja. Hallo, Straight. Well, this is a most twisted soul. Danke. Very good indeed. Prepare to peer straight into the heart of magic. Okay. Jetzt was Neues? Of course, you came. Nee, kennen wir auch schon. Okay, bye, leave. Und das scheint wohl sein Standard-Abschiedsspruch zu sein. Feeble, cursed one. Sehr sympathisch. Ja, also wir haben auf jeden Fall ein neues Leuchtfeuer. Wir haben noch einen Seelenschmied. Vor allem recht praktischerweise direkt neben dem Leuchtfeuer. Genau wie wir ja auch bei dem Vogelwesen auch schon ein Leuchtfeuer freigeschaltet haben, um schnell hinzukommen. Das heißt, kriegen wir jetzt das irgendwie auf? Nein. Wie kommen wir da hinten hin? Das heißt, wir... Geh einfach wieder zurück. So, weg. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch große Seelen, damit wir tolles Zeug bekommen und endlich einen besseren Zauberstab. Das heißt, ich gehe jetzt von... Nee. Ich gehe hier nicht weg. Ich habe hier noch eine Nebelwand. Und ich darf auf keinen Fall aus Versehen Straight treffen. Ich denke, das mag der nicht und er wird recht mächtig sein. Okay, du kommst noch mit. Alluring Skull. Oh, genau, Soul Shower. Ah ne, das ist ein Flächenzauber. Nicht in der Nähe von einem NPC benutzen. Weg, weg. So. Genau. Also hierdurch umgehen wir jetzt eventuell den Dreierboss. Was mir aber auch ganz... Kommt mir jemand hinterher? Ja. Wir umgehen eventuell den Dreierboss, aber das ist ganz okay. Den können wir dann später machen. Hauptsache Bosse töten. Den Fallring sollten wir ablegen. Und dafür den Schnellzauberring anlegen. So, gucken wir mal. So, und es ist kein Boss. Aber ein neues Gebiet.
irgendwer ist da gerade ninja-artig runtergesprungen. Genau, Typ mit Plattenpanzer. Das mache ich auch immer im Plattenpanzer. Rumspringen und rollen und so, ist voll cool. Ist kein bisschen anstrengend. Aber okay, die Jungs sind tot, das fällt dir nicht wirklich auf. So. Können wir noch irgendjemanden von hier oben? Oh. Heilen? Oh, noch einer. Nein, nicht. Genau, nicht runterfallen. Achso, das ist derselbe Raum da, ne? Ja, das ist da unten. Okay. Gucke ich erstmal nach oben. Und danach können wir uns da unten umgucken. Was war das? Was zur? Okay. Da hinten ist er gelandet. Das könnte ein optionaler Boss sein. Oh, Leuchtfeuer. Frage ist nur, was ist da hinten? Wo ist das? Es müsste ja eine größere Fläche sein. Also ein Balkon wie da unten. Ich glaube, das... Ah, wir hatten irgendwo so eine Stelle. Da lag eine Kiste. Und da waren zum ersten Mal die Ritter. Okay, 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 okay. Das muss ich mir merken. Was haben wir hier oben noch? Das da. Ladschloss Zol. Wobei, ich sollte es mir nicht merken. Wenn ich nämlich jetzt versuche, mir zu merken, klappt es nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hoch. Wir können ja jederzeit hier zum Leuchtfeuer zurückgehen und hier weitermachen. Wo es auch weitergeht. Ich gehe jetzt zurück zum Anfang. Nicht Sinner's Rise, sondern am Anfang hiervon. Das da müsste der Anfang gewesen sein. Wo auch die Fechtmeisterin drin war. Oder Schwertkampfmeisterin, was auch immer. Genau, hier kamen wir an. Und hier suche ich jetzt irgendwo, zum Beispiel hier da oben, ein Dach. Wo ein Drache raufpasst oder irgendein ähnlich großes fliegendes Wesen. Achso, hier konnten wir kaputt machen. Und ich komme nicht mehr hin, okay. Ich probiere mal den hier aus. Cool. Au. Oh, dich habe ich ganz vergessen. Macht gut Schaden. Frage ist nur, wird der Schaden aufgeteilt auf die Gegner? Oder kommt es wirklich nur darauf an, wie viele von den Blitzen treffen? Weil je größer der Gegner ist, ein Boss zum Beispiel ist meistens ziemlich groß, desto mehr von den Pfeilen treffen ja auch. Ja, das könnte interessant sein. Okay, was haben wir hier noch Schönes? Dich, nö. Du weg. Du weg. Du weg. Du weg. Und alles tot. Gut, und ich glaube, hier war jetzt der Raum, den ich dachte, der wo der Drache landen könnte. Mit der Kiste. Ja, nee, das ist viel zu klein und zu weit unten. Ich glaube aber nicht, dass wir hier rauf können irgendwo. Nein! Da ist eine Glocke. Das ist aber nicht... Nee. Das kann nicht eine Glocke sein aus Dark Souls 1. Das wäre, wenn, dann die Gargoyle-Glocke, die Oben-Glocke. Okay. Ja. Wäre uns aufgefallen, wenn man da irgendwie hin könnte. Ich gucke mich aber trotzdem hier noch ein bisschen genauer um. Hier oben war nur der Fernkämpfer. Von hier konnte man hintenrum reingehen. Aber da hinten geht's nicht weiter. Ah, da ist die Glocke. Achso, das sind nur Fahnen. Ich dachte, der Drache hängt da an der Wand. Nee, okay. Zurück. Wir gehen einfach jedes Gebäude einmal durch und gucken, wann irgendwo irgendwie aufs Dach raufkommt. Also hier anscheinend nicht. Da ist die Glocke.
Bei dem Turm kommt man, glaube ich, auch nicht hoch. Aber es... Ich glaube, es gab irgendwo einen Turm, wo man hochklettern konnte. Nehmen wir doch mal den hier. Aber das ist nur eine Etage weiter hoch. Oh. Treasure ahead, danke. Ich glaube, den hatten wir aber schon mal, oder? Trotzdem gucke ich mich mal um, wegen Drache und so. Weil theoretisch, dadurch, dass wir ihn gehört und gesehen haben, könnte er jetzt ja irgendwo einfach so gespawnt sein. Oh, Loot. Large Titanite Shard. Danke. Und für dich benutze ich mal so ein Butterfly-Ding. So. In der Hoffnung, dass es irgendwie irgendwo irgendwas bringt. Okay, also auch hier nichts. Hier waren die ersten Ritter für uns. Du.